letzten Schiffe sind da hinten. Oh, da war nur eins angewählt. Schauen wir mal. Kommt jetzt endlich mal mit. So, dann schreibe ich mir auch mal hier. Entfesselt meine Kraft. Ich bin ja so groovy, ey, Alter. Insel da unten ist schon so gut wie der, da können wir Söldner anheuern. Schaue ich mir gleich mal an. Meine Beute naht. So, die lasse ich hier erstmal auf dieser Insel hier aus. Bin zur Spurensuche bereit. Auf der Pirsch. Ich wandere allein. Bloß, unsere Wege kreuzen sich. Dann halt hier. Entfesselt meine Kraft. Wir werden angegriffen. So, jetzt die Türme ein bisschen gelenkt. Dann kann ich hier jetzt mit meiner Flotte ein bisschen weiterrücken. Das ist sowieso nur noch dieses eine Schlachtschiff hier, das sehen wir. Wir werden angegriffen! Oh, die sind gleich. Jagd sie raus! Okay. Wären wir damit fertig? Der Blockadering ist durchbrochen. Bemannt die Transporter, rasch! Wir müssen auf Terramor landen und die Verteidigungseinrichtungen des Admirals vernichten. Ihr habt euch wacker geschlagen, Rexar. Ihr seid der geborene Anführer. In mancher Hinsicht erinnert ihr mich an Hellscream. Habt Dank, Kriegshäuptling. Nun bleibt nur noch eine Aufgabe. Wir müssen die Zitadelle stürmen und Admiral Proudmoore ein für allemal erledigen. Ja, Terramor-Stadt. Während die Blockadeschiffe brennen und auf dem Boden des Meeres sinken, landet die Horde am Ufer der Terramor-Inseln und greift die Mauern der Stadt an. Die Jahre der Unterdrückung durch die Menschen haben die Orks mit Hass und Wut erfüllt und jetzt stürmen sie mit aller Macht gegen Admiral Proudmoore persönlich an. Na, jetzt, Krieger, müssen wir die Zitadelle stürmen. Wir müssen Admiral Proudmoore finden und ihm ein Ende machen. Erst dann wird unsere Nation sicher sein. Wir folgen euch, Rexar. Geht voran. Loktar Ogar, für die Horde, für Durotar. Bin zur Spur. Genau, das ist das hier. Das ist jetzt das Letzte, was wir, glaube ich, hier machen müssen. Auf der Pirsch. Und... ja. Hinweis... Ja, okay, wir können nur Helden steuern. Alles andere wird von NPCs gesteuert. Ich wandere allein. Kennen wir schon. Dürrer Kletter. Unsere Wege kreuzen. So, unser Job hier ist eigentlich recht einfach. Wir müssen uns an einer der Fronten durchkämpfen. Mit Fangzähnen und Klauen. Und anschließend Admiral Proudmoore vernichten. Je mehr Fronten wir uns durchkämpfen, kriegen wir dementsprechend mehr Verstärkung von der Horde hinten beim Admiral selbst, also auch wenn wir den Kampf leichter haben wollen. Allerdings ist es nicht unbedingt notwendig, mehr als an einer Stelle durchzubrechen. Was liegt vor mir? Bin zur Spur. Das ist, wir haben schon ein paar Schammis dabei, die uns die Helden schon durchhalten können. Was liegt vor mir? 4000 Leben der Spinne. Attack! Ich höre euch, Mann. Ich bin ja so groß, ey, Alter. Ich höre euch, Mann. Halt die Knochen bei mir aus, Mann. Das ist noch ein paar Leute. Unser verbündeter Stadt wird meine Welt. Oh, Mann. Wie, hä?
Was liegt vor mir? Für die Ehre. Ach, die Beine sind sehr recht. Torbogen ist gestanden. Jagt sie raus. Ihr seid ein Trickser. Unser Verbündeter hat euch angegriffen. Mann, das ist schon durch. Angriff! Hör euch, Mann. Ich kapier schon mal. Unser Verbündeter hat euch angegriffen. Ich töne mich nicht. Ist schon fast niemand schön. Ich muss dann anknüpfen. Schatz. Die Erdenmutter ist nah. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Meine Beute naht. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Entfesselt meine Kraft. Moment. Da hat's mich kurz aus dem Spiel rausgeschmissen. Keine Ahnung, wie man. Moment, ich muss mal ganz kurz was nachsehen. Einen Moment bitte. So. Ja, sieht gut aus. Wollte nur schauen, ob die Aufnahme noch weiterläuft. Nicht, dass er mir die jetzt aus irgendwelchen Gründen abbricht. Wer weiß. Unsere Wege kreuzen sich. Sturm zieht auf. Welchen Geld und die Lage für das ganze Zeug hier. Irgendwo ist Gras liegt vor mir. Auf der Pferde. Diese Gebäude hier dürfen wir nicht zerstören, weil die Chainer gehören. Die haben uns ja irgendwo, das war glaube ich in der letzten Aufnahme noch, hat sie uns gesagt, wir sollen ihre Leute in Ruhe lassen. Für die Ehre, unsere Verbündete hat mein Mann geschaffen. Sturm zieht auf. Ich bin bereit. Meine Beute nach. Das ist wahrscheinlich nur bei den was liegt vor helfen. Okay. Bei den großen 4000 HP-Türmen. Ich habe nächsten Gruß. Unser verbündeter Stadt wird angegriffen. Meine Beute naht. Auf der Pferd. Ja, das geht doch einigermaßen gut voran. Ich habe diese Megatürme da. Das ist kein allzu großer Widerstand. Die machen nicht mal allzu wenig Schaden, weil sie so schnell schießen. Entfesselt meine Kraft. Ich bin ja so klug wie er. Herr Zart, unser verbündeter Stand wird angegriffen. Meine Beute naht. Dürrer Kletter. Wir werden angegriffen. Sturm zieht auf. Mit Vergnügen. Unser verbündeter Stand wird angegriffen. Entfesselt meine Kraft. Entfesselt die Bestie. Das ist ein bisschen so ja. Bin zur das nicht, Jüngchen. Unsere Verbündete Stadt wird angegriffen. Ich höre euch mal. Ihr seid ein Trickser. Wir werden angegriffen. Sturm zieht. Meiner Böse.
Stadt. Was liegt vor mir? Mit Fangzähnen und Klauen. Ist der noch so entrüstend? Entfesselt meine Kraft. Don't worry, be happy. Da ist er. Sturm zieht aus. Ich nehme Lopora. Das Ding hier noch weiter mein Mana verbrennt. Angriff! Insult! Er hat kaum noch Mana. Bin zur Spur und suche bereit. Ich will mal die Schatzwelle so. So. Einmal könnte noch. Ja, sie raus. Was liegt vor mir? Ja. Jagt sie raus. Klar, Mann. Meine Beute naht. Sieht ja relativ zügig hier ein. Sag nicht, Jüngelchen. So, du kriegst einen Stat-Boost. So. Schauen wir mal. Unsere verbündete Stadt wird angegriffen. Okay. Mit Vergnügen. Die Elite-Soldaten des Admirals wollen uns einkesseln. Macht sie alle nieder. Ich handle instinktiv. Sturm. Unsere Verbündeten soll ich töten. Ich höre euch mal. Meine alten Knochen schmerzen. Entfesselt meine Kraft. Ich habe nicht gewürft, Mann. Jagt sie raus. Ich bin reingekommen. Und das ist Sturm. Ich höre euch, Mann. Was liegt vor mir? Sie haben echten Gruß, Mann. Unsere Verbündete wird angegriffen. Ich kann überlegen, ich glaube, ich bin da hinten auf der anderen Marke. Vorsichtshalber. Ich kapier schon, Mann. Meine alten Jagd sie raus. Bin zur Spurensuche bereit. Ich habe die Karte aufgefallen. Ich muss zugeben, ihr Ork seid klüger, als ich in Erinnerung habe. Ich dachte, ihr Wilden hättet euch längst gegenseitig niedergemetzelt. Dies ist nicht die Horde, die ihr noch kennt, alter Mann. Wir interessieren uns nicht für Eroberung oder Mord. Die Sünden unserer Vorfahren haben wir mit Blut bezahlt. Kann euer Blut Völkermord sühnen, Ork? Eure Horde hat bei ihrem Sturm über Stormwind und Lordaeron zahllose Unschuldige getötet. Glaubt ihr wirklich, ihr könnt das alles einfach beiseite fegen und euch so leicht von der Schuld reinwaschen? Nein! Eure Art wird sich niemals ändern und ich werde immer gegen euch kämpfen. Oh. Lustige Allianz. Jagt sie raus! Was liegt vor mir? Da kann sie mich wirklich übel nehmen, aber... Mit Fangzähnen und Klauen. Es ist ja wirklich schon eine jahrelange Krieg zwischen Horde und Allianz. So. Jagt sie raus! Unsere verbündete Stadt wird angegriffen! Für Lordaeron! Hier! Die Irrenmutter ist nahe! Für Lothar! Ihr Schutznamen! Was liegt vor mir? Dürrerklepper! Ich bin ja so grob wie Eichel. Tod den Schwarzblütigen! Ich höre euch, Mann! Ich hab einen echten Gruß, Mann!
zur Spur. Meine Beute nahm. Ich hab einen echten Ruf, Mann. Für euch, Mann. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Hier, Lordaeron! Ich hab nächsten Jagd sie raus! Don't worry, wie hätt's! Da kommt die Kugel. Ich kann auch schon wissen, das ist maximal Stufe wert. Entfesselt hier, Lothar! Auch noch mal einen kleinen Stress. Ich handle nicht mehr in der Auto. Einer völligen Knochen. Finalschlag vom Kern. Was liegt vor mir? Es ging doch. Richtig einfach eigentlich. Es ist vorbei. Haltet ein, Menschen. Vater, warum habt ihr nicht auf mich gehört? Mehr als alles andere, Jaina, war er ein stolzer Krieger. Behaltet ihn als solchen in Erinnerung. Durota ist jetzt sicher. Wir haben keinen Zwist mehr mit diesen Menschen. Wir verlassen eure Insel in Frieden, Jaina. Ich bete, dass wir nie wieder hierher kommen müssen. Lebt wohl, Zauberin. Ihr habt unsere Nation gerettet, Rexar. Das kann ich euch niemals vergelten. Werdet ihr mit uns nach Durotar zurückkehren und euch dort eine neue Heimat aufbauen? Ich werde stets Teil der Horde sein. Und ich werde immer da sein, wenn ihr mich braucht. Lebt wohl. Und da geht er dahin, der gute Rexar. Auf Wanderschaft. Und immer bereit, der Horde zu helfen, wann sie ihn braucht. Ja, wir sind schließlich und endlich doch noch am Ende dieses Let's Plays angekommen. Gott, war viel zu lang. Ich habe mich im letzten Mal ein gutes Stück verschätzt. Wir müssten jetzt, glaube ich, so circa 140 Parts oder so haben. Vielleicht leicht drüber. 141, 142, irgendwie sowas. Aber, ja, Warcraft 3, wir sind fertig. Das ist ein super Spiel, ich kann es jedem empfehlen, der es noch nicht durchgespielt hat. Es ist sowieso irgendwo so ein kleines Muss, oder Must-Have. Ja, ich bedanke mich hier an dieser Stelle erstmal bei Blizzard Entertainment für so ein wunderschönes Spiel. Und ja, auch für alles, was davor und danach kam. Also ihr macht generell eigentlich nur super Spiele, Blizzard, und macht weiter so. Auch wenn ihr bei World of Warcraft manchmal nicht immer den richtigen habt. Ja. Könntet ihr ein bisschen besser machen, aber lasst euch nichts einreden, ihr macht es schon gut. Ja. Ich denke, ich habe genug über dieses Spiel gezeigt und genug gequatscht. Es gibt zu diesem Spiel noch einen Haufen super geile Game-Mods. Also der Map-Editor hier lässt sehr viel Spielraum für alle möglichen Kleinigkeiten zu. Ich bin damit leider nicht sehr talentiert. Aber ja, es ging ja hier eigentlich vorwiegend, also überwiegend um die Kampagne und dass wir die Story und alles mit haben. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ob ich das mal mache, aber vielleicht mache ich mit ein paar anderen Leuten hier noch so eine kleine Warcraft 3 LAN mal und das zeichnen wir auf und zeigen euch das mal. Wer weiß, was da noch kommen wird, steht noch in den Sternen. Und bevor ich mich jetzt beim Abschlusswort wieder viel zu lang halte, sage ich jetzt einmal mal Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Es wird wahrscheinlich diesmal kein Strategiespiel sein, wenn das Let's Play nicht schon längst läuft. Also,
Ich kann es mir vorstellen, dass ich bis dahin schon irgendwas anderes wieder parallel hochlade. Ihr werdet es ja sehen und so. Bis dahin, oder beziehungsweise ihr werdet es bis dahin gesehen haben. Ich meine, an diese 140 Parts hier komme ich sehr, sehr schwer ran mit einem weiteren LP. Ja. Es ist aber auch ein verdammt langes Spiel. Bevor ich jetzt weiter quatsche, ich sage einfach Tschüss. Danke fürs Zusehen. Wirklich danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr seid super. Und bis zum nächsten LP. Ciao.